Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen begleiten. Ja, ihr Lieben, jetzt kommt Freude auf. Ab dem 6. Mai geht Liebesplanet Venus durch euer Zeichen und verwöhnt euch mit kosmischer Liebesenergie. Ihr fühlt euch schön, eure Beziehungen blühen auf und wenn ihr Single seid, könnt ihr euren Charme spielen lassen und euch ins beste Licht rücken, um neue Flirtpartner kennenzulernen. Bevor wir uns das näher anschauen, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu verlosen gibt und mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Planeten. Da habt ihr eigentlich vor allem zwei wichtige Aspekte, die jetzt direkt auf die Stiersonne wirken. Das ist zum einen ein schöner Aspekt zu Romantikplanet Neptun, der steht im Sextil zur Stiersonne. Und das bedeutet eben, dass diejenigen, die diesen Aspekt empfangen, romantische Zeiten erleben in ihrem Leben und auch scheinbar unwichtigere Begegnungen eine angenehme Qualität von gefühlsmäßigem Verständnis haben und wie gesagt auch ein Potenzial besteht, dass sich aus Begegnungen Romanzen entwickeln. Und es ist auch sehr schön für Stiere, die kreativ tätig sind und auch diejenigen, die karitativ tätig sind. Neptun ist ja auch der Planet des Helfens. Und viele Stiergeborene setzen sich eben auch gerne ein für andere und lernen darüber auch wieder tolle Leute kennen. Und mancher Stier verbindet auch Business-Ideen damit, wie man damit auch gleichzeitig helfen kann. Das steht auch für diejenigen unter guten Sternen. Und über all diese Aktivitäten lernen sie halt auch tolle neue Leute und potenzielle Flirtpartner kennen. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 3. und 7. Mai Geburtstag haben. Dann habt ihr einen anderen tollen Aspekt, das ist Pluto im Steinbock. Der steht positiv für Stiergeborene in einem sogenannten Trigon-Aspekt. Und das bedeutet, dass ihr kraftvolle Beziehungen aufbauen könnt, die lebensverändernd wirken und auch sehr erfolgversprechend sind. Also das ist erstmal das Gute daran, aber weil es Pluto ist und er ist nicht so einfach als Planet, heißt es auch, dass ihr euch darüber im Klaren sein müsst, wer in diesen Beziehungen was will. Ja? Weil es kann sein, dass ein Partner sich vielleicht eine erotische Verbindung wünscht und der andere Partner eigentlich mehr davon ausging, dass es eine Freundschaft oder eine Geschäftsbeziehung ist. Das heißt, bei Pluto muss man immer auch damit rechnen, dass noch irgendwelche Heimlichkeiten im Hintergrund sind oder versteckte Absichten noch mit einer Rolle spielen. Und das muss geklärt werden, wozu sich dieser Monat auch gut eignet. Denn an sich können das eben sehr kraftvolle Verbindungen sein, durch die ihr zu Einfluss kommt oder Verbindungen mit einflussreichen Leuten. Pluto sind halt auch die einflussreichen Leute, die euch weiterbringen im Leben, ne? Oder dass ihr selber eben auch in der Lage seid, einen guten Einfluss auszuüben in Beziehungen. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 7. und 12. Mai Geburtstag haben. Die anderen Planeten stehen natürlich auch in Beziehung zur Stiersonne, nur nicht in so direkten Aspekten. Deswegen schauen wir uns vor allen Dingen noch an, was die Venus in diesem Monat macht und natürlich der Mondknoten, weil der ja auch Verbindungsfaktor ist und der ist jetzt für euch ins 4. Haus gelaufen und damit die Mondknotenachse. 4. und 10. Haus, also Familie und Geschäft. Und da habe ich in meinem Special zum Mondknoten im Löwen auch noch was dazu gesagt. Das könnt ihr euch da dann vielleicht auch noch anschauen. Okay, meine Lieben, dann steigen wir jetzt in die aktuellen Konstellationen ein. Und da beginnen wir mit dem Neumond, der ja im Mai stattfand und im Zeichen Zwillinge und damit für euch im 2. Haus. Das heißt, es gibt neue Impulse für eure Finanzen und vielleicht auch, was euer Selbstwertgefühl angeht. Und das läutet dann später natürlich die Zeit ein, wo die Venus in euer Zeichen geht, was immer super ist fürs Selbstwertgefühl. Und natürlich die Venus als Finanzplanet dann auch für euch eine besondere Rolle spielt. Deswegen denkt zum Neumond wirklich mal drüber nach. Wie sieht es aus mit euren Finanzen? Was wollt ihr euch vielleicht gönnen? Was wollt ihr euch Gutes tun, körperlich oder auch für euren Genuss? Oder was wollt ihr euch Schönes anschaffen? Natürlich auch, was hilft euch, ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln? Und für fest liierte Stiere geht es eben eventuell auch um die eigene Unabhängigkeit innerhalb der Partnerschaft. Ne? Denn ihr habt Saturn im Haus der festen Partnerschaft stehen
Und das sind denn so ganz feste Verpflichtungen, die man mit dem Partner zusammen eingeht oder eingegangen ist. Da steht jetzt auch die wilde Lilith drin. Und da kann es eben auch zu Problemen kommen. Lilith im achten Haus habe ich beobachtet, zum Beispiel bei Leuten, wo es Sorgerechtsstreitigkeiten gab. Denn das ist ja das Haus der gemeinsamen Werte und Lilith ist eigentlich so ein unabhängiger Geist. Die hat damit gar nichts am Hut. Das sind alles so Sachen, die sind der Lilith ganz egal. Und vielleicht ist das für manchen Stiergeborenen jetzt auch so eine Zeit, wo er so Ausbruchsversuche erlebt. Das ist auch das Haus der Erbschaften übrigens. Da kann es ganz mit Lilith eventuell auch Querelen drum geben. Aber der Neumond zeigt euch auf jeden Fall, was wichtig ist, nämlich euer eigenes Ding, eure finanzielle Unabhängigkeit, eure eigenen Mittel. Ne? Das ist also das Thema. Denkt da mal drüber nach. Was noch wichtig ist für euch, habe ich ja in der kosmischen Schwingung angesprochen. Wir haben da dieses Quadrat, also Spannung von Venus zu Pluto. Und weil die Venus euer Herrscherplanet ist, müssen wir immer gucken, was die Venus macht. Auch wenn sie nicht in einem direkten Aspekt steht. Und das kann für euch tatsächlich auch mit einer Zurückweisung dann einhergehen. Also für euch kann das auch zutreffen, was ich da erwähnt habe, dass ihr vielleicht in einen emotionalen Aufruhr geratet und vielleicht eine Beziehung beenden wollt. Aber da könnt ihr auch eigentlich ganz entspannt bleiben, denn das wird sehr wahrscheinlich dann doch gut ausgehen, wenn die Venus ins Zeichen Stier geht. Okay, so viel zum Neumond und damit zu den Konstellationen für euch. Zu Beginn steht im Juni die Sonne in den Zwillingen, also in eurem Finanzhaus und auch der Mars. Das spricht auch dafür, dass finanziell für euch einiges in Gang gekommen ist schon in den letzten Wochen und auch immer noch wird. Dann haben wir den Merkur im Stier in eurem eigenen Zeichen. Das ist auch gut für Verhandlungen und auch für Gespräche, wo es um finanzielle Sicherheit geht. Und dann ab dem 4. Juni, das ist wichtig für euch, da wird der Mars ins Zeichen Krebs gehen und damit in einen schönen positiven Aspekt zur Stiersonne. Der bildet dann ein sogenanntes Sextil, das ist gut für Aktivitäten im dritten Haus. Da kommt dann auch eine Energie rein in alle Gespräche, alle Formen von Kommunikation oder auch wenn ihr euch bewerben wollt, wenn ihr etwas erreichen wollt und eure Selbstdarstellung, das steht dann alles gut mit dem Mars. Und diesen Aspekt hat die erste Dekade bis zum 28. Juni. Und danach läuft der Mars dann erstmal in die zweite Dekade bis zum Ende des Monats. So, und jetzt kommt aber der Knaller für euch. Ab dem 6. Juni geht ja dann eben die Venus ins Zeichen Stier und damit in euer Zeichen. Dann fühlt ihr euch schön und eure Ausstrahlung steigt und euer Charme. Und es ist eben toll, wenn ihr Single seid, um jemanden kennenzulernen. Aber es ist natürlich auch schön für festliierte Stiere, weil einfach in jeder Hinsicht eine schöne Energie in Beziehungen und in Zusammensein und auch in Absprachen hineingelenkt wird. Und diese Konjunktion mit der Venus genießt die erste Dekade bis zum 17. Juni, die zweite Dekade bis zum 26. Juni und bis zum 4. Juli läuft die Venus dann durch die dritte Dekade des Zeichens Stier. Also da habt ihr alle was davon. Genau. Am 7. Juni wechselt der Merkur das Zeichen. Ist auch immer ein spürbarer Wechsel der Energie. Da geht er nämlich vom Stier in die Zwillinge und damit auch in euer zweites Haus. Also wieder ein Hinweis darauf, dass es sehr stark um Finanzen gehen wird, dass auch vielleicht viele neue Impulse finanziell da kommen und dass ihr da einiges zu gestalten habt. Dann haben wir einen Top-Tag am 7. Juni. Das ist nämlich, wenn die Venus, ne, eure Herrscherin, dann auch noch einen schönen Aspekt zum Mars bildet. Das heißt, dann sind die beiden Liebesplaneten in Harmonie. Die haben dann sozusagen untereinander schon einen Flirt und das färbt natürlich auf uns alle ab und besonders auf euch, weil ihr dann ja auch noch die Venus in eurem eigenen Zeichen habt. Das heißt, die ganze Flirt- und Liebesenergie, die wird zu euch hingetragen und ihr habt jetzt die Aufgabe, die auszudrücken. Deswegen solltet ihr wirklich auch der Liebe und dem Flirt in diesem Monat viel Raum einräumen. Und dieser schöne Aspekt wirkt noch weiter bis zum 9. Juni. Und übrigens, wenn es Konflikte geben sollte oder gegeben hat, dann lassen die sich dann in dieser Zeit auch sicherlich schön mit Kuscheln und Sex wieder lösen. Am Freitag, den 9., haben wir dann den Vollmond. Auch wieder auf der Achse 2, 8, also Geld. Hier geht es um Geld und die gemeinsamen Werte. Das kann also ein Schlaglicht drauf werfen. Wo liegen die gemeinsamen Werte, die ihr mit anderen Leuten teilt und wo sind eure eigenen Werte? Ne? Wo ist eure Unabhängigkeit?
Wo müsst ihr auch für andere was aufbringen und euch einsetzen? Das sind so Themen, wo ihr zu Vollmond vielleicht eine Einsicht drüber habt. Und für Singles kann es auch darum gehen, sich von Schulden unabhängig zu machen. Ja, also wenn ihr jetzt gar keinen Partner habt, mit dem ihr gemeinsame Werte habt, vielleicht steckt ihr ja da in irgendwas noch drin und diese Lilith-Geschichte würde dann andeuten, dass ihr da mal eine Grenze ziehen müsst oder sehen müsst, dass ihr aus der Nummer wieder rauskommt. Und darüber könnt ihr eben rund um den Vollmond Erkenntnisse gewinnen. Dann habt ihr einen Top-Tag am Freitag, den 16. Da haben wir nämlich den Mond in Verbindung mit Neptun, die beiden romantischen, das sind zwei romantische Faktoren, die sich da im romantischen Zeichen Fische verbinden und günstig auf die Stiersonne einwirken. Das ist ein sehr schöner Aspekt für euch. Sei es, dass es da um eine freundschaftliche Begegnung geht oder um einen schönen Moment in der Freundschaft oder was, wo ihr auch helft, aber eben vielleicht auch um einen Flirt, wenn ihr Single seid, dass ihr da jemanden kennenlernt. Am 20. wieder ein Top-Tag für euch, weil sich da nämlich der Mond im Stier in eurem Zeichen mit der Venus verbindet, mit Neptun, dem Romantikplaneten, verbindet. Der Mars verbindet sich dann, genau, der Mond verbindet sich dann auch nochmal mit Mars. Der bringt also hier diese ganzen Planetenfaktoren, die günstig sind für Liebe und Romantik, nochmal zusammen. Und hier im dritten Haus, der Mars zeigt eben auch, dass ihr vielleicht einfach auch durch erotisches Liebesgeflüster zum Ziel kommt. Besonders die Stierherren kommen damit sehr gut an bei ihren Damen. Am 21. haben wir dann die Sommersonnenwende und der Merkur geht auch ins Zeichen Krebs, auch in günstigen Aspekt zur Stiersonne. Und das Special zur Sommersonnenwende, da gehe ich dann nochmal näher drauf ein, was das für die Zeitqualität der nächsten Monate bedeutet. Könnt ihr euch ja dann auch nochmal anschauen. Dann haben wir einen Top-Tag für euch am Neumond, am Samstag. Denn dieser Neumond, der spielt sich in einem günstigen Aspekt zur Stiersonne ab. Und gleichzeitig haben wir dann die Venus, euren Herrscherplaneten, im guten Aspekt hier zu Pluto. Das heißt, das kann also wirklich eine ganz tiefe Liebesbegegnung werden. Es ist auch toll für Liebesbotschaften, weil es spielt sich hier auch wieder in Harmonie mit dem Romantikplanet. Das ist also eine super schöne romantische Zeitqualität. Auch die gebundenen Stiere sollten dann wirklich überlegen, wie können sie ihrem Schatz die Sinne verdrehen und sollten sich da was einfallen lassen. Und übrigens solltet ihr auch das, was ihr da so an Gedanken habt für die nächsten 4 Wochen, solltet ihr unbedingt aufschreiben. Der Neumond, der bedeutet eben auch, dass es in den nächsten 4 Wochen um Austausch geht, um Liebesbotschaften, darum, wie ihr euren Charme in der Kommunikation, aber auch so in der unmittelbaren Umgebung einfließen lassen könnt. Das steht dann alles in den kommenden 4 Wochen unter guten Sternen und ist auch eine ganz tolle Konstellation für alle Stiergeborene, die gerne schreiben oder publizistisch tätig sind. Genau. Ja, also das läutet dann auch das Wochenende ein. Dieser 24. steht da sehr schön für euch. Und am 28. und 29. gibt es auch nochmal eine günstige Mondkonstellation für euch. Also ich denke, ihr werdet mit diesem Monat sehr zufrieden sein, ihr Lieben. Wenn ihr darüber hinaus noch Beratungsbedarf habt, stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung, um mit euch über eure Pläne, ist ja auch sehr wichtig jetzt mit dem Mondknoten und eurem Business, zu sprechen, dann meldet euch einfach bei mir oder schaut euch mal auf meiner Homepage um, da könnt ihr euch auch schon eine Beratung aussuchen und die auch direkt buchen. Und die Verlosung, es gibt 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen und da könnt ihr euch das Thema aussuchen. Damit ihr daran teilnehmt, braucht ihr mir einfach hier nur einen netten Kommentar zu posten und meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und zum Schluss noch ein Tipp in meinem Webinar Antonias Sterne. Die Info, wann das nächste ist, findet ihr immer auf meiner Homepage. Da könnt ihr, wenn ihr da teilnehmt, auch eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.